Meine Damen und Herren, liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde. Wir sind hier zu Gast in Baden-Württemberg, Stammland der Liberalen. Ich war gestern beim Lesen der Zeitung erschüttert, dass hier in Baden-Württemberg der Amtschef des SPD-geführten Wirtschafts- und Finanzministeriums, an Herrn Daniel Ruster, im Internet von Bettina Wulff, der Frau des früheren Bundespräsidenten, abbildet mit dem Kommentar: In der Ära Wulff war nicht alles schlecht. Er spricht öffentlich von den FDP-Pissern. Ich bin erschüttert, welch ein verklemmter politischer Spanner. Was für ein Gesocks durch die rot-grüne Parteitopolitik in Spitzenposition in diesem Land kommt. Meine Damen und Herren, das ist eine Schande. Das hat Baden-Württemberg nicht verdient. Wir werden den wohl rausschmeißen, ist auch richtig. Aber den Bürgerinnen und Bürgern in Baden-Württemberg rufe ich zu: Haltet durch! Der grün-rote Spuk geht zu Ende. Das wird sich wieder ändern in Baden-Württemberg. Philipp Rösler hat in seiner sehr grundsätzlichen Rede gestern deutlich gemacht: Deutschland geht es unter Schwarz-Gelb so gut wie lange nicht mehr. Die Welt blickt auf uns. Vor wenigen Jahren waren wir der kranke Mann Europas. Heute schreibt der Economist diesem Frühjahr: Modell Deutschland über alles. Ja, die Welt blickt auf uns, weil wir außerordentlich erfolgreich sind. Und Deutschland wird regiert von Schwarz-Gelb, von der FDP. Wir haben Deutschland auf Kurs gebracht. Rekorde, 41 Millionen Beschäftigte gab es doch nie in Deutschland. Wer hat es gemacht? Wir haben es gemacht. Die Jugendarbeitslosigkeit geht zurück. Die Langzeitarbeitslosigkeit auch. Wer hat es gemacht? Wir haben es gemacht. Die Kinderarmut in Deutschland geht zurück. Wer hat es gemacht? Wir haben es gemacht. Die Reallöhne steigen zum ersten Mal seit Jahren wieder in Deutschland. Wer hat es gemacht? Wir haben es gemacht. Aber auch bei der Modernisierung der Gesellschaft, bei den Bürgerrechten. Aussetzung der Wehrpflicht. Wer hat es gemacht? Wir haben es gemacht. Stopp von Elena, dem Daten- und Bürokratiemonster. Wer hat es gemacht? Wir haben es gemacht. Löschen statt sperren bei der Kinderpornografie. Wer hat es gemacht? Wir haben es gemacht. BAföG-Erhöhung in Deutschland. Wer hat es gemacht? Wir haben es gemacht.
Deutschlandstipendium eingeführt. Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. 12 Milliarden mehr für Bildung und Forschung. Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Deshalb, meine Freunde, wir können auch stolz darauf sein, dass wir in Deutschland regieren. Kein westliches Land steht besser da als Deutschland. Das ist unsere Politik. Deshalb keine Überheblichkeit, aber auch kein Kleinmut. Ich sage es nochmal, kein westliches Land steht besser da als Deutschland. Darauf können wir stolz sein. Darum geht es, diesen Erfolg zu halten und fortzusetzen, damit Deutschland auch in Zukunft mehr Arbeitsplätze, Wohlstand halten, Wohlstand ausbauen, noch bessere Bildung haben kann und sich weiter als Motor der europäischen Entwicklung einbringen kann. Und wir gehen nach klaren Prinzipien vor. Die FDP setzt auf Wettbewerb, auf soziale Marktwirtschaft. Der Markt muss steuern, nicht der Staat lenken. Der Staat muss die Schwachen vor den Mächtigen schützen. Das gilt bei Banken, das gilt aber auch bei der Abzocke des Mineralöl-Oligopols. Und da hat Philipp Rösler recht, Transparenz schaffen, das darf so nicht weitergehen, wie die Marktstrukturen sind. Und oft sind die Gewerkschaften bei den Zentralen dabei, wie bei Opel, wie bei Schlecker. Wenn es schief geht, dann rollen sie die roten Fahnen aus. So einfach ist soziale Marktwirtschaft nicht. Da hatte Verdi öffentlich zum Boykott von Schlecker aufgerufen. Und dann haben sie sich gewundert. Es hat funktioniert. Der Umsatz ging weiter zurück. Was ist das für eine Haltung? Was ist das für eine Mitverantwortung? Was ist das für eine Mitbestimmung? Denen geht's gar nicht um die Frauen beim Schlecker. Denen geht's um ihre Machtinteressen. Die wollten verhindern, durch die Transfergesellschaft des langjährigen Mitarbeiterin entsprechende Abfindungszahlungen haben. Das ist genau die falsche Vorstellung. Deshalb war es richtig, dass Philipp Rösler, das unser Landeswirtschaftsminister, Martin Zeil und andere klaren Kurs gehalten haben. Das ist eben Charakter in der Wirtschaftspolitik und kein Opportunismus. Ich bin nicht in die Politik gegangen, damit die deutsche Wirtschaft durch einige mitbestimmte Großkonzerne beherrscht wird. Die neuen Herzöge, die neuen Feudalstrukturen, so ein breiter Mittelstand, Wettbewerb herrscht. Mein Herz schlägt für den Mittelstand, für die Mitte in Deutschland, für die Tüchtigen, für die Anständigen, die kämpfen und ringen, damit sie Arbeitsplätze halten können. Das ist eben ein Qualitätsunterschied. Ob ich Manager, Söldner habe, die heute Autos, morgen Gummistiefel, übermorgen sich selbst verkaufen oder personengeführte Unternehmen, Handwerksmeister, Mittelständler, die mit ihrem Eigentum für ihre Entscheidung haften, das ist eine andere Qualität. Deshalb sind wir für Mittelstand, für Personengesellschaft. Das wollen wir hochhalten. Freiheit und Verantwortung.
Haftung und Risiko in Deutschland. Das ist liberale, freidemokratische Wirtschaftspolitik. Was hat denn den Aufschwung, den Wiederaufstieg Deutschlands bewerkstelligt? Es war der Schwerpunkt, den wir in Deutschland haben, gewerblich-industrielle Wirtschaft, ein Drittel der Wertschöpfung. Die Amerikaner haben 20%, die Briten unter 10%, um die 10%. Und es war auch die Bereitschaft, anzupacken. Und ich erwähne auch die Gewerkschaften. Sozialpartnerschaft hat funktioniert, dass man sich zusammengefunden hat. Kurzarbeit, zum Teil ein Lohnverzicht, mehr Arbeit oder mehr Bezahlung. Das gehört dazu, diese Haltung und Einstellung. Und Deutschlands Erfolg beruht darauf, dass wir die Extreme vermieden haben, sondern eine mittlere Position von der Mitte her definiert, verfolgt haben. Als ich vor über 40 Jahren die FDP ging, dann wollte ich kein Manchester-Liberalismus. Wir haben einen dritten Weg gesucht. Wir wollten auch keinen Kommunismus, wie damals die Herren Trittin und Kretschmer als KPW-Leute, sondern wir wollten soziale Marktwirtschaft, einen Weg der Mitte. Und er ist erfolgreich. Das ist das Geheimnis des deutschen Erfolgs, das Geheimnis unserer Politik in Deutschland. Wir sind Vorreiter im Umdenken in der Staatsschuldenfrage. Wir haben schon sehr früh in unserem Wiesbadener Programm eine Schuldenbremse entwickelt und auf den Weg gebracht. Und dahinter steht ja nicht nur Sparen, es steht eine andere Haltung, eine andere Einstellung. Nicht dem süßen Gift der Staatsverschuldung zu erliegen, nicht das aus der Kolonialzeit zu wiederholen, das war vor den Wahlen den Glasperlen verteilt, wie früher in Afrika die Kolonialherren Wahlgeschenke ausstreut, um sie anschließend wieder einzusammeln. Nein, Redlichkeit, auch Nachhaltigkeit in den Finanzen, was wir aus der Umweltpolitik kennen, das ist die Einstellung. Weg von dem süßen Gift der Staatsverschuldung, das die nächsten Generationen um ihre Zukunftschancen betrügt. Generationengerechtigkeit heißt raus aus der hohen Staatsverschuldung. Deshalb ist diese Umkehr notwendig. Wirtschaft läuft gut. Es gab noch nie so hohe Steuereinnahmen in Deutschland wie heute. Deshalb ist das, was wir anstreben, gemeinsam verfolgen, schon 2014 zum ausgeglichenen Haushalt zu kommen, ein lohnenswertes Ziel und auch machbar. Oft ist Politik sehr einfach, wenn man sich vergegenwärtigt, wie man sich privat verhält. Wenn ich ein Stück weniger habe, strecke ich mich nach der Decke. Da werden Ausgaben zeitlich gestreckt oder auch gestrichen. Dieses simple, aber richtige Verhalten muss in Deutschland auch dem Staat beigebracht werden. Das gilt genauso für Staatsfinanzen. Im ersten Semester meines Volkswirtschaftsstudiums habe ich gelernt, was Sparen volkswirtschaftlich heißt. Sparen heißt, ich habe Geld und gebe einen Teil davon nicht aus. Bei den öffentlichen Finanzen heißt Sparen ja schon, wenn Sie Geld, das Sie nicht haben, nicht ausgeben.
Deshalb Normalität im Denken, zurück zu Maß und Mitte, zur Normalität, auch im Staatssektor. Schluss von den Illusionen, raus von den Träumereien, zurück in die reale Welt. Schulden treiben die Inflation. Inflation trifft die Falschen, führt zu Fehlsteuerung. Deshalb gehört zu einer Partei der Freiheit, quasi als Geschäftsgrundlage, als Magna Carta liberaler Politik, Geldwertstabilität mit allem Nachdruck zu betreiben. In der sozialen Marktwirtschaft steuert nicht der Staat, sondern die Preissignale, Angebot und Nachfrage an den Märkten steuert die Produktion. Ist der Preis hoch, lohnt sich mehr zu produzieren. Ist der Preis schlecht, geht man raus aus dem Markt und stellt etwas anderes her. Wenn wir keine stabilen Preise haben, steuern wir falsch in der sozialen Marktwirtschaft. Deshalb gehört zum freien Wirtschaftssystem, zur sozialen Marktwirtschaft, Geldwertstabilität. Das Zweite. Ich sag's mal hart. Für mich ist Inflation eine große soziale Schweinerei. Sie trifft die Kleinen, die mit dem Sparbuch, die mit dem Girokonto, die keine Immobilien in Amerika erwerben können, nicht Geld auf den Kanalinseln anlegen können, nicht ausweichen können. Deshalb ist es eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, damit die tüchtigen, anständigen der Rentner und die mit kleinen Einkommen übers Leben kommen müssen, die was zusammengespart haben, damit sie im Lebensabend sich was gönnen können, auch diese Realwerte behalten. Deshalb Priorität für Geldwertstabilität und kein Betrug am kleinen Mann durch Inflation. Da unterscheiden wir uns von den anderen. Wenn man Nordrhein-Westfalen sieht, Rot-Grün macht dort Schulden, dass es kracht. Herr Gabriel will die Schulden der Kommunen vergemeinschaften. Warte nur darauf, dass er vorschlägt, in Essen die Akropolis originalgetreu nachzubauen. Herr Thürse, der große Visionär der Sozialdemokratie, hat gleich einen Finanzierungsvorschlag. Er will ein Ruhr-Soli einführen. Es ist doch, meine Freunde, immer wieder das Gleiche. Fällt den Sozis etwas ein, muss es eine neue Steuer sein. Röttgen treibt in NRW seinen Eierkurs. Er will nur auf den Thron. Oppositionsarbeit, dafür ist er nicht fein genug. Das macht er nicht. Und da ist auch unsere Chance. Da bin ich ja froh, dass mit Christian Lindner an der Spitze dort ein ganz klarer Kurs gefahren wird. Ja, das ist richtig. Lieber Neuwahl als neue Schulden. Es gibt irgendwo einen Punkt. Es gibt irgendwo einen Punkt, da muss man stehen. Die dachten ja, unsere kleben an ihren Abgeordnetensesseln, die machen da nicht ernst. Sondern das Signal ist notwendig, auch wenn es ein harter Wahlkampf dabei ist, den man führen muss. Und wir müssen dort gerade die ansprechen, die eben nicht eine CDU von Laumann und Röttgen wollen, die nicht Schwarz-Grün wollen, und nicht diese schwarz lackierte Sozialdemokratie. Es gibt auch noch bürgerliche Orientierung. Das sieht man doch, die Parlamente, das geht doch alles nach links. Schaut euch das Saarland an. Das sind drei Linksparteien, das ist die linke SPD, das ist die linke CDU. Da ist ja keine Mitte mehr vorhanden. Das kann doch nicht die Realität in deutschen Parlamenten werden. Deshalb müssen wir aufstehen, uns erheben aus dem bequemen Sessel des Wohlstands und das Maul aufmachen, damit man noch was anderes in Deutschland hört, außer dem linken Gesäusel.
Wir haben in Europa große Herausforderungen vor uns. Die Welt ändert sich dramatisch. 2/3 des weltweiten Wirtschaftswachstums sind Schwellenländer. China, Indien, Brasilien, Russland. In gut 25 Jahren hat die 28er EU und die Vereinigten Staaten von Amerika zusammen keine 7% Anteil an der Weltbevölkerung mehr. Es wird darauf ankommen, wie sich Europa aufstellt, ob wir noch eine Rolle spielen, ob wir unseren Wohlstand halten können. Da gibt es ja aus dem Altertum 2 erkennbare Wege. Die Griechen des Altertums wurden dann Kulturdünger anderer Regionen, Hauslehrer der Römer. Die Römer haben einen eigenen Weg lange Zeit beschreiten können. Ich bin für den römischen Weg. Europa hat der Welt etwas zu bieten von seiner Geistesgeschichte, von seiner Erfahrung. Theodor Heuss hat mal gesagt, Europa ist auf 3 Bergen gebaut. Akropolis, Forum Romanum und Golgatha. Das umreißt die geistigen Kräfte. Wir stehen im Wettbewerb, ob Konfuzius oder die abendländische Tradition erfolgreich ist. Deshalb muss dieses Europa richtig gebaut werden. Es war mutig damals, ohne politische Union, der Wirtschaftsunion eine Währungsunion hinzuzufügen. Man hat auch damit das Versprechen gehalten werden kann, dass alle Parteien in Deutschland den Bürgerinnen und Bürgern gegeben haben, dass die neue Währung, der Euro, genauso stabil wäre, wie die D-Mark war, dass die Europäische Zentralbank genauso unabhängig ist, wie die Bundesbank war und ist. Nun war es leider Deutschland, Grün-Rot, die Leitplanken, die das sichern sollten, im Stabilitäts- und Wachstumspakt eingerissen haben. Es waren im Kern 2 Kriterien. Maximal, nicht als Regelfall, 3% Neuverschuldung. In der Summe maximal 60% der Wertschöpfung eines Jahres, was wir uns gemeinsam erarbeiten, als äußerste Grenzen. Deutschland und Rot-Grün waren die Ersten, die es gerissen haben. Frankreich mit dabei. Und die anderen europäischen Partner, die nicht die gleiche Stabilitätskultur wie Deutschland haben, die nicht die gleiche Sensibilität für Geldwertstabilität haben wie die Deutschen, haben fröhlich mitgemacht. Und da haben sie gleich noch Griechenland aufgenommen, das die Voraussetzung nicht erfüllt hat. Und wir müssen heute als bürgerliche Regierung die Scherben von Rot-Grün wegkehren, damit Europa wieder eine stabile Architektur kriegt. Da geht's rum. Europa muss die richtige Ausrichtung kriegen. Es braucht eine klare Ordnungspolitik, eine klare liberale Ordnungspolitik. Deshalb ist es eine gute Fügung, dass wir jetzt in Deutschland regieren. Und wir müssen auch in Kauf nehmen, dass der eine oder andere vielleicht nicht von jedem Vorschlag sofort begeistert ist. Aber es hat sich ja gewaltig schon was getan. Schaut mal nach Italien. Von Bunga Bunga zu recht solider Politik. Es geht. Fiskalpakt. Europa übernimmt unser Konzept der Schuldenbremse, der Stabilität. Hinzugefügt werden muss allerdings auch ein Wachstumskonzept. Das liegt vor. Der heutige italienische Ministerpräsident Monti hat damals für die Europäische Kommission in dem Monti-Bericht genau vorgelegt, einen Masterplan, wie durch Realisierung des Binnenmarkts zur Stärkung der Marktstrukturen Europa 2 bis 2,5% Wachstum pro Jahr zulegen kann. Die Lösung ist nicht schuldenfinanzierte neue Konjunkturprogramme. Die Lösung ist, die Marktstrukturen zu stärken. Und da muss man auch sehen, was die anderen wollen. Ohne FDP gäbe es schon längst Eurobonds. Das ist Zinssozialismus. Stellt euch doch mal die Sparkasse vor, die jedem, egal ob Risiko oder nicht, den gleichen Zins gewährt. Was hat das damit Marktwirtschaft zu tun? Das ist ein völlig falscher Ansatz dabei.
Und es darf auch nicht so sein, dass der eine die Schulden des anderen bezahlt. Ja, wir sind solidarisch und helfen, aber wir sind nicht blöd. Deshalb kann es nur Hilfe geben, wenn man die Vereinbarung einhält, die Spielregeln einhält und wenn man die Ursache seiner Schwächen beseitigt. Was ist das Kernproblem Griechenlands? Es ist nicht wettbewerbsfähig. Sie sind nicht in der Lage, sich das zu erarbeiten, was sie meinen, auf der Ausgabenseite sich erlauben zu können. Und deshalb kann es nur Unterstützung geben, wenn, das wird jetzt vierteljährlich überprüft, auch das Land endlich seine Reform einführt. Ich finde es unerträglich, dass die griechische Oberschicht dreistellige Milliardenbeträge ins Ausland schafft und die kleinen Leute in Griechenland darunter zu leiden haben. Das muss mal endlich ein anständiger, funktionierender Staat werden. Dann kommen wir auch voran, aber nicht in dieser Struktur, wie sie heute da ist. Deshalb muss es zusammenklingen, dass wir die richtige Orientierung nehmen. Schauen wir mal an, was die anderen vorschlagen. Die Grünen wollen die deutschen Exportüberschüsse abschaffen. Meine Damen und Herren, wer Sport gemacht hat, weiß, wenn man beim 100-Meter-Lauf nicht schnell genug ist, löst man das Problem nicht, indem man dem ersten Bleigewicht in die Schuhe legt. Sondern man löst es dadurch, dass man trainiert. Und Europa wird die Zustimmung der Menschen nur haben, wenn es stärker demokratisch in der Entscheidung gestaltet. Recht des Europäischen Parlaments stärken. Ich halte es nicht für in Ordnung, dass der Europäischen Zentralbank Malta genauso starkes Stimmgewicht hat wie Deutschland. Und es ist auch nicht in Ordnung, wenn nicht auch das drängendste Problem, dass bei Wahl zum Europaparlament die deutsche Stimme nicht das gleiche Gewicht hat wie eines der Nachbarländer. Für mich gehört zur Demokratie One Man, One Vote, One Woman, One Vote. Aber nicht unterschiedliche Gewichtung. Das ist nicht die saubere demokratische Legitimation. Hier muss sich noch einiges in Europa ändern, damit die Menschen beim Herzen dabei sind und Europa nicht nur ein Projekt der Eliten in den politischen Ländern ist. Lassen Sie mich noch wenige Bemerkungen machen über die Herausforderungen, die wir im Bundestag hier in Deutschland haben. Schon angesprochen worden, das Betreuungsgeld, manchmal Herdprämie genannt, war nicht unsere Vorstellung. Wir haben es damals im Koalitionskompromiss mit akzeptiert oder akzeptieren müssen. Ich sehe aber mit Interesse, dass bei der Herdprämie bei der CDU der Ofen längst aus ist. Die CSU steht in der kalten Küche. Das sollen jetzt die beiden christlichen Schwestern und Brüder unter sich austragen. Wenn sie wissen, was sie wollen, dann können wir darüber reden. Meine Damen und Herren, dank der guten Politik in Deutschland, dem Fleiß der Menschen, sind die Sozialkassen prall gefüllt. Sie haben nicht die Aufgabe, Sparkassen zu sein. Daniel Bahr betont das immer wieder. Deshalb ist richtig, die Versicherten zu entlasten. Man kann es auf zwei Wegen machen. Die Beiträge senken oder, das ist meine Empfehlung, das, was Bahr vorschlägt, unterstützt jedoch die Fraktion, die Praxisgebühr abzuschaffen.
weil sie die versprochene Wirkung nicht erzielt, bürokratisch ist, viel Geld kostet, deshalb falsch ist. Das sind halt die Vereinigten Sozialdemokraten Deutschlands, rot und schwarz lackiert, die machen halt so Dinger. Deshalb ist gut, dass wir versuchen, das Schlimmste immer wieder zu verhüten. Da merkt man auch den Unterschied, ob wir dabei sind oder ob wir nicht dabei sind. Noch eine Bemerkung zur Bildungspolitik. Es gibt nicht das deutsche Einheitskind. Deshalb darf es auch keine Einheitsschule geben. Vielfalt und Pluralität. Das sind im Geiste unserer roten und schwarzen Freunde sehr ähnlich. Sie wollen das möglichst gleich machen. Auch hier gilt es, Bildungssozialismus zu verhindern. Sozialismus immer falsch, auch in der Bildungspolitik. Philipp Rösler hat sich gestern sehr klug und umfassend mit den Piraten beschäftigt. Mich hat ein Punkt persönlich bewegt. Sie werden gelesen haben von einem 17-jährigen unschuldigen Jungen aus Emden, was der über Facebook und Internet an anonymen Drohungen über sich ergehen lassen musste. Meine Damen und Herren, ich bin immer dafür, Kritik ja. Jeder darf alles auch sagen. Aber face to face und nicht anonym hintenrum unterm Tisch mit offenem Visier. Wenn er was Anständiges sagt, kann er sein Gesicht auch dazustellen. Das ist dann rund. Das ist Freiheit und Verantwortung und nicht libertärer Gulasch, Pseudo-Freiheit, hinter dem wieder Tyrannis anderes hochkommt. Da hat Patrick Döring völlig recht gehabt. Liebe Freunde, ich bin seit über 40 Jahren einem Freien Demokraten, hat die Chance, auf verhietenen Stellen wirken zu dürfen. Wir haben vieles zusammen erlebt, gute und schlechte Zeiten, manche programmatische Wendungen, manchmal auch Verirrungen. Aber eines hat sich nie geändert. Unsere Grundposition zur Freiheit und als Garanten der Freiheit. Das war immer unsere Messlatte, das ist unser innerer Kompass. Und uns wurden oft böse Etiketten aufgeklebt. Jetzt stirbt der politische Liberalismus. Jetzt ist es wirklich soweit. Diesmal trifft zu. Aber die Kraft der Freiheit hat all diesen Nachrufeschreiber oder Höflingen anderer politischer Zentren ein Besseres belehrt. Wir sind immer noch da, kräftig und munter, putzmunter, wenn ich diesen Parteitag betrachte. Ich möchte abschließend nur vier Stichworte einführen. Erstens, wir brauchen neue Ernsthaftigkeit. Mätzchen und Kindereien sollen wir anderen überlassen. Das passt nicht zu unserem Anliegen. Wir müssen unsere Positioninhalte mit Herz und Wärme vermitteln. Eine kalte Cassandra wird nicht gewählt. Besser miteinander als übereinander reden. Geschlossen sind wir erfolgreich. Bindestrich-Liberalismus bringt nichts. Ich bin weder konservativ-liberal noch sozialliberal. Ich bin einfach liberal. Und die Freiheit ist für mich die FDP ohne Zusatzstoffe.
Da möchte ich doch noch eins hinzufügen. Vorratsdatenspeicherung. Meine Daten gehören mir. Sie gehören nicht dem Staat und nicht den Konzernen. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ist unser Jeanne d'Arc der Bürgerrechte. Sie steht dafür. Es gibt genügend rote und schwarze Sheriffs. Gut, dass es eine gelbe Lady gibt, die klare Grundsätze hat. Es gibt viele Themen, wo wir kompetent sind. Empfehle uns eine Konzentration. Für mich sind die zentralen Themen soziale Marktwirtschaft, Bürgerrechte und Bildung. Ich nenne sie Brot- und Butter-Themen. Christian Lindner nennt sie Politik ohne Schnickschnack. Wolfgang Kubicki Magenkern. Wir sind unterschiedliche Charaktere, aber wir setzen die gleichen Schwerpunkte. Das vereint uns. Und dieser Parteitag wird ein Signal nach draußen sein. Die Partei kämpft geschlossen. Wir haben keine Garantie, dass wir gewinnen. Aber wir können morgen in den Spiegel schauen. Wir haben es wenigstens versucht, für unsere Überzeugung einzutreten und gehören nicht zu den A-Klatten. Wegduckern, Warmduschern, vorwärts einparkern. Und deshalb, nach diesem Parteitag, zurück zur Arbeit. Ohne Fleiß kein Preis, ohne Kampf kein Sieg. Und die Halben erreichen das Himmelreich nicht. Hier sind lauter überzeugte liberale Kämpferinnen und Kämpfer. Unser Motto heißt Freiheit. Glück auf! Thank you.